Wie sehr kümmerst du dich um dich? Und wie sehr kümmerst du dich um deinen Bauch und deinen Darm? Wir sanieren alte Autos, wir restaurieren und sanieren alte Bauwerke, Häuser, halten alles instand, was uns umgibt, an materiellen Dingen. Aber inwiefern kümmerst du dich um deinen Körper? Eine Darmsanierung, um die geht es heute in diesem Video. Und soll es auch in der Zukunft das ein oder andere Video mehr dazu in unserem YouTube-Kanal geben. Denn der Darm ist ein sehr zentrales Organ in unserem Körper und gehört unweigerlich zur ganzheitlichen Gesundheit mit dazu. Du wirst wissen, dass der Darmbereich an sich ein elementarer Bestandteil des Verdauungstraktes ist. Und zwar der Magen erst einmal, der die Nahrung zerkleinert und aufweicht mit Schleim, aber auch mit Säure letztendlich vermengt und dann weiter in den Zwölffingerdarm gibt, weiter in den Dünndarm gibt, weiter in den Dickdarm gibt und mit allen Verdauungssäften letztendlich Energie für unseren Körper bereitstellt. Hinzu kommt, dass natürlich auch im weiteren Prozess die Leber einen ganz wichtigen Stellenwert in diesem Verdauungsprozess einnimmt. Denn die Leber bildet nicht nur die Galle für die Fettverdauung, sondern ist auch Entgiftungszentrum Nummer 1. All das, was wir an Giften unserem Körper zuführen, badet die Leber eigentlich aus. Und im weiteren Prozess ist das natürlich wichtig für dein Gleichgewicht, für deine ganzheitliche Gesundheit. Los geht's in diesem Video mit dem Ist-Zustand. Du siehst, der Ist-Zustand beschreibt vielleicht auch die Gründe, warum du dich mit einer Darmsanierung beschäftigen kannst und solltest. Denn der Ist-Zustand heißt Ernährung. Wie oft gibst du deinem Körper wertvolle Nährstoffe mit deiner Ernährung hinzu? Wie oft nimmst du Mahlzeiten zu dir? Wie viel kaust du bei deinen Mahlzeiten? Schlingst du eher? Oder lässt du dir Zeit und versuchst wirklich auch den Nahrungsaufnahmeprozess für deinen Körper gesund zu gestalten? Dann ist die Frage auch, wie qualitativ hochwertig ist deine Nahrung, die du zuführst? Sind das häufig Fertigprodukte? Ist das raffinierter Zucker? Sind das kurzkettige Kohlenhydrate, das heißt auch gerade leicht verdauliche Kohlenhydrate, die den Insulinspiegel hochschnellen lassen und letztendlich eigentlich nicht zu empfehlen sind? Und vielleicht führst du dann auch immer nur deinem Körper das Gleiche zu. Immer nur die gleichen Vitamine, immer nur die gleichen Kohlenhydrate, immer nur die gleichen Eiweiße. Oder dominiert ein Bestandteil ganz besonders, dass du nur von Zucker lebst oder dass du nur von Eiweiß lebst? Grundsätzlich halten wir es so, dass Ausgewogenheit und Qualität das Wichtigste bei einer Ernährung ist. Und da möchten wir dich heute noch mal ein bisschen durchleiten. Und Punkt 1 ist dementsprechend, dass du reflektierst, wie deine Ernährung letztendlich ist. Punkt 2 ist, die eine Darmsanierung fast schon notwendig machen können, ist der Punkt 2 Medikamente. Medikamente, das kann sein, wenn du im Laufe deines Lebens oder recht kurzfristig eine Antibiotikagabe hinter dir hast. Das bedeutet, dass bei bakteriellen Infekten du ein Antibiotikum verschrieben bekommen hast, um den Infekt einzudämmen oder eine Erkrankung im Laufe deines Lebens es nötig gemacht hat. Das Antibiotikum rasiert einmal alles, was in deinem Darm an natürlichen Bakterien ist. Und deswegen empfehlen wir dort auf jeden Fall auch, zumindest für dich sensibel zu sein, vielleicht eine Darmsanierung dort anzuschieben. Hinzu kommt zum Thema Medikamente, wenn du zum Beispiel Probleme mit dem Stuhlgang hast und häufig Abführmittel nimmst. Auch das ist letztendlich für deinen Darm nicht zu empfehlen und solltest du auch nochmal sensibel für sein, vielleicht eine Darmsanierung zu machen. Und Punkt 3 ist dein Lifestyle. Bewegst du dich genügend? Gibst du deinem Körper unterschiedliche Bewegungen auch für den Darmtrakt hinein, dass sozusagen auch der Darmtrakt gestreckt, gedehnt, gut durchblutet wird, damit auch Entgiftungsprozesse wie zum Beispiel von der Leber bedingt auch gut ablaufen können? Wie viel Stress hast du und wie viel Ausgleich schaffst du in deinem mentalen Fokus für deine Gesundheit? Das ist Punkt 3, den du reflektieren sollst. Und wenn du jetzt schon sagst, ach Mensch, das sind ja Punkte, die mich vielleicht auch motivieren, eine Darmsanierung zu machen, dann sei noch einmal sensibel, denn es gibt gewisse Symptome, wo du vielleicht auch entscheiden kannst, ja, ich gehe eine Darmsanierung für meine Gesundheit an. Das sind zum Beispiel Symptome wie ein Blähbauch oder verstärkte Blähungen,
Das sind Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, das heißt Unregelmäßigkeiten im Stuhlgang oder im Verdauungs- und Stoffwechselprozess. Das ist der große Begriff des Reizdarmes, wo vielleicht auch der Internist oder der Hausarzt nicht weiter wissen, keine klare Diagnose stellen können, sondern letztendlich mit Stuhlgang, mit Bauchbeschwerden einhergehend eine Diagnose von einem Sammelbegriff Reizdarm aufstellen. Das kann den Magen betreffen, Sodbrennen oder ein Magendruck, häufiges Aufstoßen, Unverträglichkeiten oder gewisse Nahrungsmittelsensibilitäten. Dann auch die emotionale Komponente, dass du dich erschöpft fühlst, dass du Allergien entwickelt hast, Infektanfälligkeiten hast, auch gerade das Immunsystem verstärkt reagiert bei dir. Dann natürlich auch die Haut, wie zum Beispiel Akne oder Hautunreinheiten oder vielleicht sogar Neurodermitis. Und das können sein, wenn du häufig unter Kopfschmerzen leidest, müde bist oder antriebslos bist. Das sind alles Möglichkeiten, wo für dich eine Darmsanierung Sinn ergeben würde. Und ich möchte dir noch einmal an zwei Beispielen verdeutlichen, warum. Denn der Darm, das habe ich dir am Anfang schon erklärt, ist natürlich einmal, was den Stoffwechsel betrifft, was die Verdauung betrifft, elementar wichtig. Aber wusstest du auch, dass 80% aller Zellen des Immunsystems in deinem Darm liegen? 80%. Das katapultiert letztendlich den Darm als Organ an sich an Nummer 1, was dein Immunsystem und die Wichtigkeit für dein Immunsystem betrifft. Und das lässt dich nochmal vielleicht reflektieren, warum erschöpft, warum vielleicht auch Allergien, warum auch Infektanfälligkeit auftreten können, wenn es deinem Darm nicht so gut geht. Und ein zweiter Punkt ist, wusstest du, dass der Darm an der Produktion des sogenannten Serotonins beteiligt ist? Das sogenannte Glückshormon. Das bedeutet auch, dass unter dieser Produktion des Serotonins, das Glückshormon an sich, der Darm vielleicht auch einen Einfluss hat auf deine Stimmung, auf Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, dass du schlussendlich auch darüber hinaus wieder Energie, Lebensfreude tanken kannst. Das kann alles eine Darmsanierung für deine ganzheitliche Gesundheit auch leisten und sollte dich sensibel darauf schauen lassen. Das waren jetzt schon extrem viele Infos, warum es vielleicht auch Sinn macht für dich, auf eine Darmsanierung zu schauen und dich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Zusätzlich in diesem Video möchten wir dir jetzt nochmal Benefits mitgeben, warum eine Darmsanierung sinnvoll für dich sein kann. Und das kann bedeuten, dass eine Regeneration für deinen Darm und, wie du gerade erfahren hast, deinen gesamten Körper über eine Darmsanierung erreicht werden kann. Es kann den Abbau von Entzündungsprozessen in deinem Körper beschleunigen oder auch fördern. Es kann die Regulation der Darmflora oder auch die Regeneration und damit die Stärkung des Immunsystems nach sich ziehen. Es kann Eliminierung von schädlichen Mikroorganismen in sich tragen. Das kann zum Beispiel Candida albicans sein, die bekannten Symptome in Richtung Blähbauch, Blähungen, Unregelmäßigkeiten des Stuhlgangs, Verstopfung, Bauchkrämpfe mit sich trägt. Das kann zur Eliminierung dazu beitragen. Außerdem können Stoffe ausgeleitet werden, Abfallprozesse, Entgiftungsprozesse gefördert werden, wie zum Beispiel der Leber, der Niere, aber insgesamt natürlich auch des Darms. Und natürlich reguliert sich die Darmperistaltik. Das heißt, wenn dein Darm wieder freier funktionieren kann, nicht mehr so belastet ist, nicht mehr so träge ist, dann kann die Verdauungsperistaltik, die Beweglichkeit des Darmes auch gefördert werden. Es kann die Aufnahme eben von Energien besser vonstatten gehen. Und das sind alles Benefits, die eine Darmsanierung für dich und deinen Körper liefern kann. Hast du dich schon mal mit einer Darmsanierung auseinandergesetzt? Schreib doch einfach unten in die Kommentare. Wir verlinken dir auch gleichzeitig nochmal sinnvolle Links, wie zum Beispiel, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest, macht es auch Sinn, erstmal deinen Darm zu testen. Was für Bakterienkulturen sind überhaupt in deinem Darm enthalten? Oder auch, wenn du in Richtung Nahrung und Ernährung denkst, an den Punkt 1 von vorher beim Ist-Zustand, welche Nahrungsmittel vertrage ich vielleicht nicht? Das kann man auch checken übers Blut. Welche Nahrungsmittel dein Körper gut oder vielleicht auch gar nicht gut verarbeiten kann. Die Links packen wir dir unten in die Videobeschreibung. Und wenn du vielleicht an so einer Darmsanierung interessiert bist, schreib uns doch einfach eine E-Mail an info@knob-niehaus.de.
Tippen wir dann auch nochmal unten die E-Mail-Adresse hinein. Wenn du Fragen hast oder vielleicht interessiert bist an einer Darmsanierung, dann schreib uns gerne eine E-Mail für weitere Infos. Ansonsten freut uns natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, du ein Abo dalässt oder einen Daumen hoch, und freuen uns dann mit dir aufs nächste Video.